Hallo, ich möchte euch jetzt einmal kurz zeigen, wie dieser verdeckte Reißverschluss eingenäht wird. Das ist nicht besonders schwierig. Es gibt so zwei, drei kleine Tricks, die man dann beachten muss. Ja, ist natürlich für Hosen, Röcke immer das gleiche Prinzip. Ich erkläre das jetzt mal am Beispiel einer Hose. Wir haben hier das Beispiel. So schaut der Schnitt von diesem Hosenbein aus. Der hat immer diesen, bei uns immer diesen Beleg angeschnitten. Es gibt auch Schnitte mit angesetztem Beleg. Wir schneiden es aber immer mit dran, weil ich das auch ein bisschen einfacher finde. Das heißt, hier oben ist ein Zwick im Schnitt eingezeichnet und an diesem Zwick bügelst du eine Seite um. Und zwar kannst du das nach beiden Seiten bügeln, dass der Schlitz entweder in diese Richtung zeigt oder eben auch andersrum in diese Richtung. Das ist eigentlich die Richtung für die Mädchen, das ist die Richtung für die Jungs. Kannst aber machen, wie du möchtest. Also wir machen jetzt mal einen Jungsreißverschluss. Ich habe den jetzt in diese Richtung gebügelt. Und jetzt klappe ich das um. Und die untere Seite, die muss ich jetzt hier einen Zentimeter neben dem Zwick abschneiden. So, wenn ich das jetzt gemacht habe, also ich schneide jetzt hier ab und dann versäuberst du jetzt einmal den Beleg, ich lasse es jetzt mal hier, dass das dann später alles ja, natürlich ganz sauber aussieht. So, ich schneide das jetzt mal ab, einen Zentimeter davon entfernt. So, wenn du möchtest, kannst du das jetzt einbügeln. Du siehst, dass das schon vom System hier, wenn ich das jetzt drüber lege, so wird jetzt der Reißverschluss eingenäht. Und zwar nehme ich jetzt hier, ich habe jetzt mal einen hübschen gelben dabei. Der Reißverschluss kann auch ruhig länger sein, weil abschneiden kann man den immer. Bei Kindern ist eigentlich schöner, wenn man jetzt so einen kleinen Reißverschluss ja, Ende hat, also den Verschluss, wenn der ein bisschen kleiner ist. Aber ja, ich habe jetzt den noch zur Hand gehabt. Später kommt jetzt noch der Bund hier oben dran, deswegen lasse ich jetzt hier einen Zentimeter Platz nach oben und nähe den Reißverschluss jetzt hier einmal runter. Anfänger können sich das jetzt nochmal stecken und ich nähe jetzt ungefähr bis knapp über Anfang der Naht. Und ich habe mir hier auch einen speziellen Reißverschlussfuß hier schon in die Maschine eingesetzt. Das hat nämlich den Vorteil, dass man dann hier ganz nah an den Reißverschluss rannähen kann. So, ich fange jetzt mal hier oben an. Der Regel. Und ziehe jetzt erstmal den Reißverschluss auf. Und jetzt gucke ich, dass diese Naht sehr nah an der Kante hier entlang läuft. Jetzt hat sich da ein bisschen verhakt. Füßchen hoch. Jetzt kann ich das noch ein bisschen rausziehen. So, jetzt weiß ich gerade selber nicht, was das noch passt. So, jetzt geht's. Also der Fuß hier läuft im Endeffekt an der Kante von dem Reißverschlusszähnchen und meine Kante läuft da auch entlang. So, und dann kann ich das nämlich wunderschön hier annähen. Jetzt mache ich einmal kurz Pause, weil ich muss den nach oben ziehen, Nadel drin lassen, Füßchen anheben, dann ziehe ich den schräg, dann kriege ich nämlich diesen Fuß ganz gut vorbei. Und dann nähe ich einfach weiter. So. Verriegel einmal kurz und schneide ab. Damit ist schon mal die linke Seite festgenäht. Jetzt lege ich diesen Reißverschluss hier drüber, wieder am Zwick hier oben, klappe diese Seite zusammen und nähe jetzt die andere Seite vom Reißverschluss an diesen vorstehenden Beleg fest. Das kann ich jetzt von der Seite aus machen. Und dann kann ich hier reingreifen, Nadel festhalten, Füßchen hoch. Ich ziehe das wieder schräg weg. Wichtig ist immer schräg wegziehen. So, und dann sehe ich schon den Verlauf.
jetzt fest. Damit ist der Reißverschluss eigentlich auch schon drinnen. Jetzt kann ich den hier unten abschneiden. Und dann gehe ich jetzt noch mit meinem Zauberstift her und sage, okay, hier ist die Naht. Ich möchte jetzt hier meinen Bogen nähen, also praktisch hier meine Naht für den Reißverschluss, dass das alles schön fixiert ist. Und ich mache das jetzt mal frei. Und dann kann ich auch am Anfang den Reißverschluss wieder ein bisschen nach unten ziehen. So, ich habe das ja jetzt eingezeichnet. Und damit wird dann sozusagen der Beleg nochmal fixiert. So, das nach hinten ziehen. Da hat es jetzt verhakt. So, jetzt ist der Faden weg. Nadel drinnen, Nähfuß hoch. Füßchen wieder runter und jetzt lasse ich es da unten auslaufen an der Kante. Ich habe mir es ja vorher jetzt eigentlich eingezeichnet. Kurz verriegeln. Abschneiden. Ist gar nicht so schlecht geworden für ein freies Ding. Ich habe jetzt hier genäht. So, und damit ist mein Reißverschluss auch schon drinnen. Also das ist gar nicht so schwer. Und jetzt könnte ich hier oben meinen Bund annähen. Und das war eigentlich das Prinzip schon vom Reißverschluss einnähen. Viel Spaß!